Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit einer schönen Aussicht. Wir sind an der am Strand und wir haben uns dazu mal entschieden, so ein kurzes Video zu drehen über einen älteren Mann, den wir getroffen haben, unseren Reiseführer in Kairo. Genau, der war richtig cool drauf. Props an den. Ja. Und wir wollten euch mal sein Geheimnis erzählen. Wie der irgendwie, der spricht Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch. Ich glaube, teilweise Chinesisch, weil da waren auch Touristen, die auch Chinesisch konnten. Also ich glaube, minimal. Mit den Redewendungen. Ja. Jetzt kommt's. Genau, und er meinte zu uns so, er hat einfach gefragt, so, ja, woher kommt ihr denn auf Englisch? Ne? Wir meinten dann so, ja, wir kommen aus Deutschland. Der so, ah, Deutsch, ich lerne Deutsch seit 6 Monaten. Und wir dachten, okay, ja gut, kann also nicht ganz so gut sein mit 6 Monaten Spracherfahrung, ist wahrscheinlich auch nicht so krass. Und dann fängt er an zu reden und wir waren echt verblüfft. Das hat sich nicht angehört wie 6 Monate, sondern eher wie 16 Jahre. Also ich meine, ich kenne wirklich tatsächlich viele Leute, die in Deutschland leben und nicht so gut Deutsch sprechen wie er. Ja. Und akzentfrei sogar. Ohne Scheiß, ja, er hat wirklich akzentfrei gesprochen und ich war so echt verblüfft, weil so, du bist wirklich seit 6 Monaten erst Deutsch. Also, ja, ich schwöre. Und das voilà hier. Ja, genau, ja, der ist echt ein Ehrenmann gewesen. Und ich fragte ihn, wie kommt's? Hast du einen Sprachkurs gemacht oder hast du Verwandte in Deutschland? Er so, nein, ich habe alles online gemacht, irgendwie deutsche Sprache für Ausländer oder sowas, hieß die Seite und der hat dort quasi gelernt und hat dann auch super schnell Deutsch lernen können, meinte er. Und uns ist aber aufgefallen, dass der sehr viel Background-Wissen auswendig gelernt hat und zusätzlich nochmal Redewendungen drauf hat. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis des guten Sprachenlernens. Der hat halt viele Fakten drauf. Ja. Vor allem das mit der Angela Merkel, das hat mich sogar überrascht. Genau, er hat zum Beispiel gewusst, so, dass Angela Merkel die Schülerin von Helmut Kohl war. Und zusätzlich, also wir hatten noch einen Deutschen dabei, über den Panu mal ein Video gemacht hatte, der kam aus Köln und unser Kollege Mahmoud, der hat dann gefragt, weißt du zufällig, eine Pfandfrage, weißt du, wie hoch der Kölner Turm ist? Und der meinte so, 153 Meter, der so, nein, 157 Meter, also er weiß anscheinend besser über Deutschland Bescheid als ein gebürtiger Kölner. Und was auch krass ist, er hat uns gefragt, als wir meinten, wir kommen aus Frankfurt, hat er gefragt, Frankfurt an der Oder oder Frankfurt am Main? Ich so, ja. Nicht mal, wer kennt Frankfurt an der Oder? Ja. Ich meine, es gibt Leute in Deutschland, die wissen nicht, aber dass Frankfurt an der Oder existiert. Und das ist einfach... oder was auch heftig war, der so, ja, woher kommt ihr denn ursprünglich? So, Tamililam und Sri Lanka, haben die so gesagt, so. Also der Norden Tamililam und Sri Lanka. Der so, Tamililam, sag mir was. Die Hauptstadt von Sri Lanka ist aber Colombo, oder? Ja. Ich war so, tschüss, Digga. Der weiß einfach so viel Bescheid, das ist heftig. Der eignet sich sein Wissen so tagtäglich an, redet viel mit Leuten. Ja. Das ist einfach so heftig. Das stimmt. Also, er hat es echt gut gemacht. Und zwar, der hat sich Redewendungen notiert und auswendig gelernt. Das ist nicht nur stumpf auswendig lernen, sondern wirklich verstehen, was es bedeutet. Und er hat durch alle 2 Minuten gefühlt was Neues gesagt. So, die sind steinreich, die sind Mäuse, die machen Fett. Ja, genau. Er hat versucht, sich wie ein Deutscher zu artikulieren. Und er hat auch zum Beispiel so an der Nase des Mannes erkennt man seinen Johannes. Ja. Also sowas kann man eigentlich nicht einfach durch, also auch wenn man so durch Grammatikbücher und so Deutsch lernt, kann man diese ganzen Redewendungen nicht erlernen. Und er hat es durch tägliches Lernen gemacht. Er hat 6 Monate lang durchweg nur gehört, meinte er. Er hat viele Videos angesehen, hat Audiobooks auf Deutsch zum Lernen halt verwendet. Und der hat es echt gut gemacht. Ich meine, der ist fast 60. Und ist, ja klar, er lebt ja davon. Es muss ja sein, dass er dann auch, hier seht ihr nochmal die Aussicht, es muss ja auch sein, dass er die Touristen versteht und eine bessere Bindung zu denen hat. Und das kann man eigentlich nur dadurch, indem man die Sprache beherrscht. Also Sprache ist wirklich das beste Mittel, um einen Menschen zu erreichen. Und man fühlt sich dann natürlich auch viel sympathischer, wenn man die Sprache eines anderen Menschen beherrscht. Absolut. Das ist ein gutes Schlusswort, mein Freund.
dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.